10, ja. Hallilo, hallo, lieber Stream. Hallo Stream. Wir spielen heute mal wieder Borderlands, wie immer montags. Richtig. Das ist auch gut so. Genau. Wir haben dann nämlich Spaß dran. Letztes Mal tatsächlich, ich gebe es ja zu, hatte ich so viel Spaß und wollte gar nicht aufhören. Dann bin ich in diesem Laden geblieben, wo wir waren hier, in dieser Hub-Geschichte. Ja. Und habe ungefähr 5 Kisten aufgemacht und jetzt habe ich total coole Waffen. Okay. In Hab sie allerdings noch nicht ausprobiert. Ich weiß nur, dass sie coole Werte mit haben. dem Hub meinst du Pandora? Ja, genau. Mit dem Hub meine ich tatsächlich diese Stadt. Wie heißt die denn noch? Sanctuary. Century, ja. Ey, muss ich noch was drücken oder musst du Play drücken? Du musst was drücken. Ich bin schon längst drin. Ja. Play. Confirm. Okay, ah, Entschuldigung. Da war ich. Ich hoffe's ja nie. Aber so ist es halt immer. Wie war die Woche bis jetzt? Wir haben uns ja seit vorgestern nicht mehr geredet, gesprochen. Ich habe tatsächlich seitdem alle meine Figuren angemalt. Alle meine Aliens-Figuren. Bin ich gerade heute Nachmittag fertig geworden. Brettspielfiguren. Richtig, meine Aliens-Miniaturen von dem Aliens Another Glorious Day in the Past, Ultimate Badasses und der letzten Erweiterung Get Away from Hell UB. Punkt, 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 H. Okay. Habe ich jetzt alle angemalt und freue mich da richtig drüber, weil das einfach total cool ist. Okay, dann, das freut mich. Und bei dir? Mehr Shellys eingebaut? Nee, gerade nicht. Nee. Was habe ich denn gemacht die letzten Tage? Ich war viel beschäftigt. Ja, ich habe irgendwas bei eBay verkauft. Eine Konsole. Eine alte, defekte Konsole, wo ich die eigentlich reparieren wollte, aber wo ich echt nicht mehr zugekommen bin. Da habe ich auch gesagt, so komm, jetzt verkaufst du die. Neo Geo. Hab ich mit zwei von. Und einer, der ist halb kaputt und einer, da habe ich gar nichts draus bekommen. Und der, wo ich gar nichts draus bekommen habe, den habe ich jetzt verkauft. Ich muss mal eben hier ganz kurz was wegstellen, aber. So, Entschuldigung. Wir müssen eine Mission auswählen. Au, ah, jetzt habe ich den Kopf Ich sehe schon mal direkt eine Mission aus. Ich habe einen Kopf. Nämlich ganz einfach die Mission, die am wenigsten Stufe hat. Ja. Deshalb nehmen wir die. Wildlife Preserve. Animal Rights. Okay. Ja, genau. Free the tortured creatures. Okay. Upsala, ich habe eine Granate geworfen, das tut mir leid. Die sieht ja seltsam aus. Die slackt. Ist ja anscheinend. Okay, gut. Dann willst du noch irgendwas in der Stadt, sonst gehe Nö, ich jetzt nämlich nö, los. nö, wir können in die Stadt. Wir können los. Und dann gehen wir mal los. Was? Und zwar. Was denn? Ich gehe auch mal zwischendurch in die Stadt und verkaufe Waffen und sortiere meine Waffen. Ja, seit du mir das erzählt hast, finde ich das auch nicht mehr so dramatisch, das selber zu machen, weil ich habe immer gedacht, ah nee, man muss da zusammenspielen, aber gerade Ja, gerade diesen diesen. Management-Bereich, der ist halt Ja, genau. uninteressant. Genau. Das macht man eh alleine. Genau. Man kann wieder die Farben wahrscheinlich umstellen, hoffe ich. Nehme ich an. Hoffe ich auch. Frohes Neues, Olli von Oakfield. Frohes neues Oliver Nookfield. Uli, der kann das mal ausprobieren mit den Farben. Genau, Ausrufezeichen und dann eine englische Farbe. Da gibt es so ein paar, die Blue, funktionieren. Red, Orange. In den Chat. Nicht in den Slack-Chat, sondern nicht in den Discord-Chat, sondern in den normalen Chat. Genau. Hier sind So, wir hier waren wir schon. so unsichtbare Viecher, ne? Bist du schon am Kämpfen? Oh ja. Ich bin schon am Kämpfen, ja. Das sind halt Viecher, ne? Ja. Hey, hier hat irgendwas. Okay, wo müssen wir denn hin? Da in das Gebäude, ne? Ja.
habe das Gefühl, wir haben mehrere Ziele. Ja, wir sollen ja drei verschiedene Kreaturen retten. Und die sollen am besten am Leben bleiben. Dann kriegen wir noch extra Geld, Fahne. Okay. Eigentlich bist du ja der Sniper, aber ich snipe hier die ganze Zeit rum. Ich habe auch die ganze Zeit ein Snipergewehr in der Hand. So wie das. Aber ich mache damit Nahkampf. Das habe ich früher bei Unreal Tournament auch immer gemacht. Mit dem Snipergewehr Nahkampf gemacht. Das ging ja nicht ganz geil. Wenn man sich so ein bisschen daran gewöhnt hatte. Weil es halt irgendwie am durchschlagskräftigsten ist immer, ne? Ja, genau. Das ist halt sehr ungenau auf naher Entfernung. Aber tatsächlich hat hier der Zero hat auch tatsächlich ein paar Skill-Tree-Geschichten, womit man das verbessern kann. Okay. Nice. Was? Ich habe das Ding weggeballert und genau in dem Moment bist du da durchgesprungen und hast das eingesammeltes Geld. Okay. Das war cool. Ich habe es gar nicht mitbekommen. Okay, also die Tiere, die wir beretten. Oh, jetzt sind die wieder Roboter. Ich habe keine Anti-Roboter-Waffe gerade. Glaube ich, warte mal. Ich muss mal ganz kurz meine Waffen gucken. Raketenwerfer. Ah, ne, den hier. Weg sein. Ich muss sagen, das Snipern funktioniert ganz gut. Ich glaube, es liegt an dieser neuen Sniper-Kanone, die ich hier habe. Bin ich ganz glücklich mit. So, wir müssen jetzt. Ich guck mal auf die Karte. Oh, eigentlich einmal komplett rumgehen, ne? Ja, ich schätze auch. Das war halt eine von diesen Missionen, die wir nicht mitgenommen hatten, bevor wir hierher gekommen sind und deswegen alles nochmal machen dürfen. Ja. Wobei ich glaube, dass sie tatsächlich für das, was wir hier damals gemacht haben, levelmäßig ganz schön weit oben war. Ja, es kann doch sein, dass wir hier zweimal ins Gebiet geschickt werden. Das Lila ist rum da hinten. Son of a Bastard, hat er gesagt. Ich kann mich gerade nicht drum kümmern, ob da irgendwo was rumliegt. Ich will erstmal die Viecher hier wegkriegen. Das verstehe ich. Und Munition einsammeln. Obwohl ich fast die Lila ist. Wo ist er ausgegangen? Ich habe mal die Kiste aufgemacht hier. Ah ja, stimmt, der hatten wir letztes Mal schon. Rausgefunden, wo das geht. Da waren Aggressionsartefakte drin. Hast du sowas schon mal gesehen? Das sind halt wahrscheinlich irgendwelche Artefakte, ne? Muss mal gucken, was sie hier bringen. Artefakt ist ja irgendwie unten. Und Kämpfe um dein Leben plus 5,7%. Verbessert neue Stärkefähigkeit und. Ja. RK-Werferschaden. Ich weiß nicht, was RK ist. Ach, Raketenwerfer. Ja, ist beides nicht so toll, nee, glaube ich. Hört sich nicht so gut an. So. Okay. Wir sollen hier. Ah, da oben ist wahrscheinlich das Tier drin, da. Oder?
Kann sein. Und das, wir sollen es nicht umbringen, nach Möglichkeit. Okay, okay, ich mach mir den Knopf. Mach mal. Okay, vielleicht sollten wir abhauen hier. Ah, wir müssen die Gegner noch umbringen, damit die Viecher nicht umbringen. Damit die Tiere nicht umbringen. Wer? Wer sind denn die Gegner? Die Leute. Ach so, die Leute sind die Gegner. Okay, die bringen die Tiere um. Und das müssen wir verhindern. Okay, die Viecher sind unsere Freunde. Ja. So kann man es auch sagen. Kommt mir auch komisch vor. Tiere sind unsere Freunde. War es das? Ich glaube schon. Ja, und jetzt guck mal, jetzt steht unten 5 von 7 Tieren erfolgreich am Leben behalten. Ja, einer ist da noch. Ja, okay, aber wir haben auf jeden Fall schon mal 5 von 7 als erfolgreich hier markiert bekommen. Das heißt, wir müssen von den nächsten Tieren müssen wir noch 2 am Leben behalten. Alright. Das war ja machbar. Ja. Hier fliegt noch irgendwas rum, oder? Ich höre es auch. Wenn es näher kommt, dann halte ich es fest. Wenn es näher kommt, schieße ich dann mit der Sprungflinte drauf. Ist schon weg. Auf die Entfernung vielleicht doch. Ist schon weg. Ah, diese Jurassic Park Vibes hier sind cool. Ja. Was trinken wir denn heute? Ich fürchte, wir trinken heute gar nichts. Wobei, ich trinke einen Störtebäcker. Ich trinke so einen Heineken alkoholfrei wieder. Ich trinke einen Störtebäcker alkoholfrei. Mit 0% Alkohol. Pro 100 Milliliter. Genau. ich glaube, wir müssen hier weg. Wir müssen auch runter, ne? Oh, ich bin hin. Danke. Bitte. Ich bin auch gleich hin. Resistent. Ja, die sind wahrscheinlich gegen Feuer resistent. Ah, das ist gegen Slack resistent. Oh ja. Die sind ganz schön robust. Ja. Muss ja mit der richtigen Waffe eingreifen, ne? Mhm. Gut. Weiter geht's. Da kommen wir nächsten. Ich mag meine Granate. Ich mag meine Granate auch, aber ich mag auch gerade alle meine Waffen, weil die alle ziemlich cool sind. Come on. Das ist natürlich. Ach, dammit. An dir hängen geblieben und runtergefallen. Tja. Das ist natürlich der Haken, wenn man sich so viele Waffen gleichzeitig holt, die cool sind, dann hat man nicht eine coole, über die man sich freut, sondern so viele. Ja, und ich versuche ja normalerweise nur eine Waffe pro Typ zu mit mir rumzutragen. Ich auch, ja. Mache ich auch definitiv. Also wenn da 2 Waffen drin waren, habe ich mir die bessere ausgesucht, die aber weggenommen, verkauft.
Ah, diese Scheißwaffe. Die muss ich loswerden, diese Waffe, die ist dumm. Boah, ich treffe mit einer Schrotflinte nicht. Oder diese Schrotflinte taugt nichts, weil die zu zielsicher ist. Jetzt kann ich nicht zielen. Ganz schön dumm. Okay, weiter geht's, ne? Ja. Okay. Was ist das hier? Ach, Geld. Kommen wir hier nicht einfach rüber? Ach so, irgendwie habe ich gedacht, wir müssen uns mit diesen Viechern befassen. Haha, das klappt voll gut. Was klappt voll gut? Ich hab sie in meine Granatenwaffe-Falle gelockt die ganze Zeit. Ah. Aber der hier, der Alphasler, will sich von dem nicht, von der Falle nicht angreifen lassen. Wo bist du? Hier hinten. Ich muss neue Granaten haben. Kommst du zurecht? Ich komme zurecht. Alles gut. Ich habe auch nicht viel Spannendes zu erzählen gerade. Ist doch alles aufregend hier. Ah. Das Nette an diesem Phase Walking, was ich machen kann, ist, dann sehe ich die Viecher. Warte mal ganz kurz. Allerdings ja. Sind die so schnell und so nervig, dass ich sobald ich dann schieße, sehe ich sie nicht mehr. Und die sind so schnell, dass ein Nahkampfangriff nicht gut funktioniert. Okay. Ich muss mal kurz ein bisschen Waffen wechseln hier. Mach mal. Ich mag diese Shotgun nicht, die ich da hatte, die muss ich auch verkaufen. Okay. Tiere retten, keine Tiere töten. Menschen töten. Ich drück mal den Schalter, ne? Schalte mal. Creatures released. Security forces dispatched. Security forces are da hinten. Nicht hier mehr. So super, dass die da schön einzeln rauskommen, die Leute. Weißt du schon?
Ja, das war's schon. Ja, jetzt haben wir auch die. Okay, beim nächsten Mal ist es dann egal, ob die Tiere überleben. Weil den Bonus haben wir jetzt schon bekommen. Was liegt hier rum? Kein Zircon bin ich nicht. Ich bin kein. Granaten liegen hier ganz viele. Oh, wo? Ich brauche noch welche. Ja, überall. Hier. Okay. Da hinten waren auch noch welche. Ja. Jetzt habe ich wieder fünf, sechs. Gut. Okay, meinetwegen können wir weiter. Kann man da lang. Ich erinnere mich, hier war ein dicker Typ. Kam da hinten aus der Tür raus. Die Frage. Der hat uns ziemlich zugesetzt damals. Keine Ahnung, ob der jetzt wiederkommt. Ich würde vermuten nicht, weil dicke Typen sind ja meist für irgendeine Mission so Sondergegner, oder? Ja, vielleicht. Oh mein Gott! Ich mag deine Granaten auch. Das Viech hat sich da rein teleportiert in meine Granate. Ja. Ich stehe da auch gerne drin, weil mir tut es nichts. Da ist das dübe, dicke Typ. Oh, Kommst du zurück? nee. Kommst du zurecht? Kannst du mich retten? Ja. Hinter dir. Ah, shit. Was hinter mir? Ja, der Typ, den du hättest töten sollen, aber jetzt, warte mal. So. Danke. Eins nach dem anderen. Und der fette Typ ist auch weg. Ich hatte versucht, neben dir einen so runterzuballern, dass du ihn umbringen kannst. Okay. Das versuche ich häufiger, aber es klappt selten. Hier ist noch eine Granate, 20, schöne Granate, also fand ich auch schön, aber. Und etwas, was keiner von uns gebrauchen kann. Ja, die Granate wahrscheinlich auch nicht. Level 20, Komme. Level 20 Granate. Ich glaube nicht. Ich nehme sie mit. Hey, wir sind ja hier, um euch zu befreien, ihr Viecher. Jetzt tötet uns nicht. Na gut.
Der ist ganz schön hart im Leben. Wer? Der Butterstark war da. Ja, der ist gleich weg. Wo bist du? Oh. Dankeschön. Ach, richtig, ich weiß, was ich eingesammelt hatte bei meinem Loot-Act letztes Mal. Nämlich irgendwas, was mich heilt. Deswegen regeneriere ich gerade ganz schön. Okay. Hier ist eine fette Kiste, ne? Ich weiß. Mach mal. Level 19 Raketenwerfer. Nimm mal mit. Und Level 19. Das ist... Nett. Ja. Okay. Da. Gucken wir mal ganz kurz. Wir müssen die nach außen rum irgendwie, ne? Ja, genau. Ich erinnere mich. Geht's? Hä? Alles gut? Alles gut. Wie geht's eigentlich Angela? Gut. Die hat keine Schwierigkeiten mehr mit irgendwas. Inzwischen hat sie wieder sogar sowas wie eine Frisur. Okay. Ach, Olli von Oakfield hat gefragt, welches Zeichen vorweg? Ein Ausrufezeichen. Und dann rot. Red. Aber rot auf Englisch. Genau. What's going on? What is... Today is a great day, Maya. Today, your training is finally put to use. Who are these people? Terrorists. Criminals. Oh, ich habe keine Minen mehr. You will destroy them, as is your duty. This is what you have trained for. What? To execute unarmed men? Do not question me, child. These men are a danger. Brother Harker, bring the first sinner forward. Yes, Brother Surface. On your knees, sinner. Oh, God! Not her! Not her! What is this man guilty of? Do not question. I promise! I'll pay! I'll get you your time! Just don't let her near me! What? Do not listen, child. Execute him! Ah, to hell with it. Okay. What are you doing, child? Put me down. Hast du irgendwas eingesammelt? Ich nee, ein Echo-Device oder woher kam gerade diese Stimme? War die von der Die kam, weil wir hier reinkamen, ich weiß nicht. War die von der Mission? Weiß nicht. Irgendwie schon, aber vielleicht nicht von dieser, von der letzten. Das letzte Mal sind wir hier doch mit Maya rumgelaufen, oder nicht? Ja. Bin ich Maya? Oh. Oh, da hat jemand Farbe geändert. Oh, Farbe. Bei mir. Oh, Farbe. Ah, Oliver Oakfield. Vielen Dank. Was ist denn das hier für ein Schatten? Oh, Scheiße!
Arne! Den kriegst du doch tot. Ich sehe ihn ja nicht mal. Alter. Okay, ich komme. Ist okay. Normalerweise habe ich auch kein Problem damit, aber dieser Bär, der ist Feier. Ha, schon wieder! Ja, das ist krass, ja. Sehe ich ein. Wo bist du? Ist okay. Ach, da. Komm, Rex, komm her. Wer? Die Rex sollen herkommen, um in deine Granate zu fliegen. Müsst ihr die doch auch treffen. Aber wenn die hoch genug sind, ja, wenn die nah genug noch am Boden sind, ja, aber. Boah, diese Waffe ist zu langsam für die Rex. Die auch. Oh, ich treffe die auch überhaupt. Wieso brenne ich denn? Nane, kannst du mich retten? Da ist schon wieder so ein Ding. Kannst du mich retten? Okay, schon gut. Mann, Mann, Mann. Oh, jetzt kommen auch noch Roboter da von hinten. Das stört mich. Ach, keine Roboter, aber Viecher. Puh. So. Ah, die wollte ich auch gerade einsammeln. Dann sammle ich was anderes ein. So. Ta. Haben wir noch was? Nee. Der Rest ist weiß. Nein, weiß es nicht gut? Weiß es nicht. Weiß kannst du einsammeln, wenn du noch genug Platz hast. Aber es ist auch das Erste, was bei mir wieder rausfliegt, weil es meistens das Billigste ist. Ja. Na gut. Gibt es hier irgendwelche Waffendinger, die man noch einsammeln könnte? Munitionsdinger meine ich? Nee. Wir haben gerade ganz schön viel rumgeballert, ne? Ja. Ich habe auch nichts gesehen. Okay, kein Problem. Ist so cool, diese Gegend hier. Los geht's. Hier ist einer mal rausgesprungen gekommen, scheiße. Geil, Loot! Was kam da raus? Der kleine Roboter kam da raus, das war ein Loot-Roboter. Ach, das war ein Loot-Roboter. Loot wie, keine Ahnung. Okay? Ja. Kannst du noch Waffen sortieren? Ja, ich muss ich wechsle immer meine Waffen lieber als nachzuladen, weil es viel schneller geht. Mhm. Darum muss ich das zwischendurch immer dann machen. Hier waren wir auch schon mal und haben geballert. Ja, wir waren überall schon mal. Ja, ja, das stimmt. So, ich drück mal den Knopf gleich, wa? Ja, mach das. So, ich jetzt dachte, ich auf rote Punkte. War das der Knopf? Nee. Ah, da. Oh, das ist aber ein Riesen-Creature. Haha, das war einfach mit den Granaten. Ja. Cool. Das ist die beste Granate, die ich je hatte. Die ist wirklich gut. Ich muss doch dringend aufrüsten, dass ich mehr als 8 Granaten tragen kann.
Ich habe nur 5. Okay, haben wir noch was anderes in dieser Welt, die wir, was wir machen können? Nee, haben nichts. Warst du auch? Ja. Gut. Alright, dann... Wo ist denn der Ausgang? War der nicht hier irgendwo? Oh, da sind noch Viecher irgendwo. Ja, hier. Ah, ja, kann sein. I almost finished my comic collection. Oh. Was hat er das gesagt? Ja. Put me down, child, now! Oh, ich habe hier ein Echo gefunden. Years. For 27 years you've been using me to keep these people frightened, haven't you? You don't understand! Shut up! You didn't want me to protect this planet. You wanted me to keep it scared, keep me locked up so these people would do what you asked. Nobody's gonna disobey the order if they've gotta face the wrath of a siren. Is that it? You know nothing! Child, you have so much left to learn! You don't... Don't call me... Alright. Child. Everyone get out of here! You have nothing to fear from... Ah, hier war dieser Kampf, ne, gegen diesen Vogel. Ja. ...to Pandora. I'm gonna find some answers. Da ist er. Yes, Jack? Find her. Schon wieder? Müssen wir jetzt aber nicht machen, klar, oder? Noch. Ja, klar. Der. Ich glaube, wir können auch einfach gehen. Ja, aber der bringt doch bestimmt Erfahrungspunkte. Aber der war auch voll heftig, oder nicht? Ja, ich erinnere mich, dass der ziemlich öde war. Warte. Wo ist er? Wo ist er? Da. Gotcha. Okay. 1700 Erfahrungspunkte ist doch nicht schlecht für so ein bisschen Kampf. Ja, okay. So, wie gehen wir jetzt? Was, weiß ich nicht. Ah. Ah. War nicht irgendwo. Da hängt noch sowas. Ach so, ich erinnere mich, das war einfach so ein Ausgang zum Anfang. Genau. Was haben wir denn hier? Was für eine Sirene? Sniper! Sniper, Arne. Sirene, Sirene, das sieht alles nach Sirene aus. Dann guck du mal hier. Geh du mal auf die andere Seite. Oh ja, das ist glaube ich nicht so toll. Ja, alles, alles Sirene. Nimmst du nicht mit die Waffen? Doch, doch. Ich muss nur erst Kram wegschmeißen. Assassin, Assassin, Siren. Siren nehme ich mit. Ich muss mal echt mal in Ruhe. Okay, dann lass uns mal zurück. Ja. Hey, du sprichst mal voll in die... Naja, egal.
Ich laufe mal zum Ausgang. Ja. Bevor wir uns ja noch mit diesen Viechern hier abkaspern. Ich nehme noch so ein paar Punkte mit, ne? Ja. Ich sehe, du bist schneller als ich. Auch gut. Doch weg. Pandora? Gut, hier ist ein Shop. Egal. Ein Sanctuary Man natürlich. Ja. Ja, dieses Farbdings, ist Olli noch da? Ich sehe das ja nicht. Ne, dieses Farbdings habe ich. Springt aber immer gleich wieder zurück auf grün. Ja, das finde ich auch ein bisschen. Nach 4 Sekunden. 4 Sekunden ist zu wenig. Ihr könnt mir 150 Euro geben, dann kann ich das umstellen. Kannst du das nicht höher stellen? Nein. Das ist schade. Oder wenigstens, oder wenn, dann kann ich das nur für 3 oder 4 Farben umstellen. Aber halt nicht für alle. Und dazu brauchen wir die Vollversion. Und entweder im Abo. Oder einmal Kauf 150 Euro. Und das ist es mir tatsächlich echt nicht wert. Verstehe ich. So. Quest abgeben. Da hat sich meine Frau aber auch drüber beschwert, weil die war das nämlich letztes Mal, die man die Farben geändert hat. Ha, da ist sie wieder. Die Farbe. So, Malakai ist natürlich hier der Questgeber. Mordecai heißt er. That's just the beginning. Every Hyperion bastard's gonna pay for blood. Every one of them. Okay, hat uns aber ansonsten nichts gebracht. Ich habe hier noch ein Assassinen-Dings. Willst du ihn haben? Ja, klar. Okay. Kommst du her? Dann, dann ja. Okay, dann droppe ich das hier einfach hin. Zum Laden gehen aber. Ja. Was habe ich denn jetzt hier gerade für ein Class-Mod? Ich habe. Hätte erst zum Laden gehen sollen. So, was haben wir denn hier? Typ. Ach komm, alles weg. Brauche ich alles nicht. Ja, ich glaube, zu dem Schluss komme ich auch. Buy from me, if you wanna live. Oh, hier liegt ein Klassmod rum. Assassine. Ja. Ein Wunder. Sonst hat es sonst nichts gebracht, die Mission. Nee. Ja, ein bisschen Erfahrung halt, ja. Ne? Und die Story ist jetzt durch. Ja. Ah, das ist ignored. Okay, ich habe echt viele Granaten dabei. Wir haben noch eine Mission in den Highlands. Und wir haben eine Mission, wo Scooter ein Gedicht schreiben möchte. Und wir sollen Nudie Magazines einsammeln. Klingt witzig. Bringt auch weniger, machen wir das so ruhig. Bist du noch am Shoppen oder was? Jo. D-Shoppen. Ich wollte heute noch eine Sache bei
Yahoo-Auktionen kaufen in Japan. Und das war irgendwie auf. Das, und zwar ein HVC008. Das ist ein Famicom Data Recorder. Das ist ein Nintendo-gebrandeter Kassettenrekorder. Eigentlich ist es nichts anderes. Ein roter. Und der war irgendwie immer nur so auf 8, 8 Euro ungefähr. Und ich habe gesagt, okay, 40 Euro gebe ich dafür aus, ne? Und bei der Seite, die ich da benutze, Buyee, kann man einen Snipe-Byte hinterlegen. Das heißt, 5 Minuten vor Ende der Auktion bietet der für einen automatisch. Aha. Die Besonderheit bei Yahoo-Auktionen ist, im Gegensatz zu eBay, dass wenn in den letzten 5 Minuten geboten wird, verlängert sich diese Auktion auch um 5 Minuten. Ah. Also die ist nicht dann immer zur gleichen Zeit zu Ende, ne, sondern die kann halt immer unendlich lange dauern, wenn halt immer mehr Leute bieten, ne? Ja. Und ich habe natürlich gearbeitet, also konnte ich auch nicht die ganze Zeit da auf der Yahoo-Webseite rumklicken. Und naja, und dann wurde es aber hinterher für über 100 Euro, ist es, oder knapp 100 Euro verkauft worden. Krass. Ja. Der 100 Euro ist auch realistisch mit dem Preis, den man so auf anderen Seiten nur da findet für dieses Ding. Ne? Ja, aber okay. So viel will ich dafür ja nicht ausgeben, weil es ist halt echt nur wirklich eine Art Museumstück, ne? Weil das braucht man echt nicht, das Teil. Ja. So für die Famicom-Sammlung, um die vollständig zu haben, wäre das ganz cool. Aber wir können los, ne? Theoretisch ja, ich will nochmal auf Toilette. Achso, okay. So, weil sonst wird das noch irgendwie eine ungesunde Stunde gleich. Ja. Also bis gleich. Ah, komm, dann mache ich mal noch in die Kiste auf, ne? Komm, hier, gebe ich Geld aus. Zack. Oh, Artefakte. Pistol Damage interessiert mich nicht. Launcher Damage interessiert mich auch nicht. Komm, dann machen wir noch eine auf. Oh, 2 Pistolen. Nice. Nice. Okay. Was habe ich denn jetzt für ein Relikt? Second Wind, das ist besser. Das kann ich besser gebrauchen. Das ist schon ganz geil, die Waffe. Tja. Ne, wo ist denn die? Auch nicht. Da. Naja. So, da bin ich wieder. Ich habe gerade zweimal die Kiste aufgemacht, die goldene. War was drin? Raketenwerfer? Zwei Pistolen und 2 Artefakte, die den also einmal besseren Pistol Damage plus 15% und Raketen Damage 15%. War gut. Kann ich beides nicht so gebrauchen jetzt gerade, aber ich habe es jetzt noch nicht weggeschmissen. Aber die Pistolen waren gleich, sind glaube ich ganz geil. Aber meine Pistolen, die ich hatte, waren auch nicht schlecht. Ich mache mal unseren Travel hier an, ne? Jo. Ich mache erst nächste Stufe wieder die Kiste auf und hoffe dann auf einen Raketenwerfer. Jo. Ich benutze Raketenwerfer fast gar nicht. Die sind schießen immer. Ja, ich auch nicht, aber langsam. Das ist halt auch nicht cool genug. Ja, die schießen halt auch zu langsam. Also wenn du irgendwelche stationären Gegner hast, dann kann man da gut mit dem Raketenwerfer drauf ballern, ne? Aber wenn die so rumlaufen, dann, wenn ich drauf geklickt habe, drauf gedrückt habe, dann ist der, bis die Rakete rausgeflogen ist, schon ganz woanders. Ja. Diese eine Roboter-Mission, da habe ich Raketenwerfer benutzt, das war ziemlich gut. So, wo müssen wir hin? Das ist ein Auto, Stadt ist ja in der Nähe. Und, aber wir müssen ja auch gleich um die Ecke. Wir müssen gar nicht so weit. Wir müssen hier wieder aus der Welt raus. Na gut. Irgendwo. Da oben vielleicht? Ja.
Ja. Thousand Cuts. Was? Warum? Ah. Nix. Mit Farbe. Your core angel is at the top of that mountain. That's where the Vault Key is being held. The Slav King is up on the other cliff. He can help us get past the bunker outside the control core. Hopefully. Okay. Hier waren wir noch nie? Nee, hier waren wir noch nie. Da hängen ja noch Typen rum. Shotgun-Zwerg. We'll have to fight to the slab as soon as we can. Be careful. Ach, die sprengen sich. Ja. Hab ich schon gefragt, warum. Warum die explodieren, wenn die mir zu nahe kommen? Ich hielt es schon für eine elegante Fehlfunktion. Irgendwas ist fiept hier mit so einer hohen Stimme. Ja, da war eben so ein Zwerg. Oh, ich habe ein Nacktmagazin gefunden. Warte, man muss ich erst mal angucken. Gunho. Okay. Oh, das nervt das Viech. Ja, warte. Ich mach das gleich weg. Auch. Da. Ah, doch nicht, hat nicht gereicht. Ah, doch. Wenn ich nämlich hochhebe, dann zieh ich den ganz viel Energie ab. Ungefähr die Hälfte. wenn ich sie abschieße, aber ich treffe sie halt nicht, wenn ich mit der Schrotflinte schieße. Okay. Diesen Goliaths darfst du den Kopf nicht abschießen, weil sonst werden die. Ich weiß. Rabiat. So, da müssen wir jemandem ins Gesicht schießen, ne? Ja. Ja, aber hier gibt's noch Munition. Und da ist noch Objective für Scooter. Oh, ich will ihn nicht runterfallen. Das verstehe ich. Von dem Typen da hinten können wir eine Mission bekommen. Deswegen hat er ein Ausrufezeichen über seiner Kopf. Oh, na gut. Nur wie kommen wir da hin? Über die Brücke da hinten. Ja. Ich dachte. So, wie kommen wir da hin? Genau. Und für diese Brücke, ich glaube nicht dahin. Ja, ne. Ne, das geht ja. You Hyperion bastards
had to come after me. You just had da to unten? Kill Dusty. Aber, you hä? Wanna treat me like a bandit? That's exactly what I'm gonna be. Ja, falsche Richtung. Wir müssen erstmal nach unten. Müssen wir erstmal nach unten? Ja. Zumindest sind da unsere Objectives. Sicher? Oh, ja. Jetzt hat er mich aber geschubst. Hier sind Shops, falls du welche brauchst. Hat auch uns vorbeigefahren. Hä? Was? Bist du denn? Du hast gesagt, ich soll runter, dann bin ich runtergegangen. Ich hab dich gesagt, ach so, oh, sorry, ich hab das falsche runter gemeint. Ich meinte nach Süden. Ah, okay. Deswegen hatte ich mich schon gewundert. Also nicht runter. Dann geh ich wieder hoch. Ja, das ist gut. Hast du auf meinem Bildschirm gesehen, dass ich woanders bin? Oder? Nein, ich habe auf der Karte gesehen, dass du woanders bist. Und dann habe ich den Ort gesehen, wo du bist. Und gemerkt, da gibt's ja gar nichts. Und dann habe ich nach unten geguckt. Okay. Dann gehe ich jetzt wieder zurück. Ja, das ist gut. Da ist ein fettes Geschütz oben auf dem Haus rechts. Ja. Das sollten wir bemannen, glaube ich. Auf welchem Geschütz? Auf welchem Haus? Rechts die Brücke runter. Da auf der nächsten Insel. Okay. Und da oben ist ein Haus mit einem Elektrozaun. Da gibt es bestimmt wieder irgendwas Tolles. Das könnte ich mir auch vorstellen. Gut, dann gucke ich mal, ob ich jemanden herbeilocken kann. Hallo. Mach mal ein Foto. That is some artsy fartsy bullcrap, my friend. Chicks love that. That's going in the poem. Robots and sex stuff. Hier ist nichts, ne? Bislang nicht, ne. Das irritiert mich auch. Okay, dann gehe ich mal aus diesem Geschütz raus. Ja, mach mal. Okay, da hinten ist noch irgendwas. Weil in diesem Geschütz habe ich gar keine Lebensenergie regeneriert, während ich im Geschütz saß. Seltsam. Okay, seltsam. Wie viel Lebensenergie hast du denn insgesamt? 1800 oder so. Warum? Ich habe 1388. Das habe ich jetzt gerade, aber ich lade noch weiter auf. Okay, ich gucke mir hier mal diese Blume an. Ja. Oh, a lone flower surrounded by blood and stuff. I maybe could turn that into a symbol of like flowers or birds or I got it. All right, my poem is done, completed and stuff. Get back here and I will not read it to you. Okay, lass uns das nicht machen. Lass uns doch jetzt erstmal hier noch die Mission einsammeln. Oder wollen wir das nächstes Mal machen? Nee, lass uns die Mission einsammeln hier. Gucken, wie wir da hinkommen, ne? Ja, den Weg hatten wir ja schon entdeckt. Du, ich nicht. Ach so. Kommen wir von da hin? Nee. Wir müssen da runterspringen, um da hochzukommen. Oder wolltest du doch erst die Mission abgeben? Weiß ich nicht. Ist zu kompliziert. Ich könnte mir vorstellen, dass wir mehr Missionen kriegen, die uns tatsächlich dahin hinführen. Ja, es kann sein. Okay, dann gehen wir zurück.
Wir haben ja noch die Story-Mission, die ist auch hier. Nee, gar nicht, das kann ich antworten. 1000 Cuts, doch, das ist die Story-Mission, Level 20. Also hier führt uns noch eine Story-Mission. Ja. Ja, dann sollten wir auf jeden Fall erstmal diese Mission einsammeln. Nein. Labert denn hier so? Also ich sehe nur, dass man hier rüber kommt, aber da kommen wir nicht zu. Hier müssen wir lang. Und uns dann da durch 12 Gebiete kämpfen. Ja. Das passiert wahrscheinlich bei der Story-Mission auch. Nehme ich auch an. Vielleicht sollst du zum Ausgang rennen und ich renne einfach hin und laber den Typen an. Warte mal, da sind ganz schön viele fette Gegner, ne? Da hinten. Da ist so ein Typ mit einem Container hinten auf dem Rücken. Ja, ich würde die alle ignorieren und nur zu den Typen hinrennen erstmal. Und warum soll ich dann zum Ausgang? Damit wir raus können, sobald ich den getroffen habe. Okay. Und dann können wir die Story-Mission machen. Ja, oder kommen wir dann machen wir das zusammen, Mane. Das ist auch lang. Lass uns zusammen zurückgehen und die nachher einsammeln. Wenn wir bei der Story-Mission dran vorbeikommen. Das ist ziemlich wahrscheinlich, dass wir da nochmal irgendwann vorbeikommen. Ja. Vielleicht nicht bei der Story-Mission. Okay. Ich travel? Travel? Travel, travel. Travel, travel, ja. Ich brauche echt nochmal einen zweiten Bildschirm. Aber ich habe mal geguckt, man kann ja gar keine so 13 Zoll Monitore gut kaufen, sondern wenn du so einen 24 Zoll Monitor kaufst, das ist so 100, 200 Euro kein Problem, aber so ein 13 Zoll Monitor ordentlich ist dann irgendwie gleich 300, 400 Euro. Ja, ist total bescheuert. Das ist mit Fernsehen genau das Gleiche. Normale Größe für Fernseher ist inzwischen 55 Zoll. Versuch mal einen guten, kleineren zu kriegen. Keine Chance. Ich wollte mir zu Scooter, ich will mir das anhören, sein Gesicht, sein Gedicht. Wo ist er? Oh ja. Ich komm mit. Wo war der noch? Da hinten. Geradeaus und dann links. Ja. Gibst du ab? Jo. Ja. Wir sollen das jemandem vorspielen, oder was? Ja, Daisy. Okay, ich sortiere mal eben gerade meine Waffen. Ich räume mal das Haus hier leer. Das letzte Mal habe ich hier nämlich einen Erledigung gefunden. Das findet man, glaube ich, immer hier bei ihm. Habe ich auch schon ein paar Mal gefunden. Oben in dem Schrank. Das brauche ich alles nicht hier. Standard Explosion ist auch langweilig. Was habe ich jetzt? Wie hoch ist meine Granate jetzt? Level 19, 600 Schaden. Shower of Bullets, das ist halt auch irgendwie lustig. Nee, komm. Nee, war kein Iridium bei diesem. Oh, schade. Jo. Auch nicht hier in der Waschmaschine? Nee. Okay, habe ich nicht geguckt. Aber ich habe herausgefunden, Daisy ist hier in Sanctuary. Wir müssen gar nicht weiter. Okay. Ich finde es ja auch ein bisschen schade. Okay. Was denn? Mach. Bist du da? So schön. Wow.
Sie erschießt sich selber wahrscheinlich. Ja. So, what you think? Na gut. Na ja. Wieder interning. Wir kriegen eine Waffe. Yay. Das war eine Shotgun, die ich da ausgewählt habe. Was ist die denn? Assault Rifles, Rocket Launcher, Sniper Rifles? Oder war das? Ah, nee, das war ein Assault Rifle. Ja, ja. Nee, brauche ich nicht. Weg. Weg, weg, weg. Okay. Dann machen wir noch Story-Mission oder noch nicht? Doch, können wir machen. Let me know if anything catches your eye. Oh, ich habe Echo-Device gefunden. I should discuss the Scrollophant in the room. The reason for my relocation was an elongated and systematically unpleasant torture at the hands of Jack's cronies. Roland and his well-defined pectoral muscles were kind enough to entrust the vault key with me after the awakening of the destroyer. Not to be confused with the warrior. Seriously, they sound nothing alike. Here's another Echo device. Thanks! And now for the latest edition of This Just In with Hunter Hellquist. Okay, meinetwegen können wir. Welche Mission machen wir denn jetzt? Genau, Story haben wir gesagt, ne? Lass uns doch erstmal die Echo Devices hier suchen. Bloodwing was known for traveling with his inferior human counterpart. Hey, Roland, handsome Jack here, remember me? My men kicked your bandit asses out of New Haven and killed your little pal Lilith. Ringing any bells? Anyway, I hear you and the rest of your little buddies have relocated to Sanctuary. Just wanted to congratulate you. You've successfully delayed your death by a few months. Glaubst du, die finden wir alle, die Iridium to charge that vault key I stole from your buddy Tannis? So ja. Hast du die Mission ausgewählt? Nein. So. Das war viel einfacher. Doch. Jetzt habe ich die ausgewählt. Ich habe die ausgewählt jetzt. Ach, du hast sie. Okay. Level 25. Okay. Hier ist eine. Da komme ich nicht rauf. Wo ist denn dein Echo-Device? Hier ist eins. Oh, right. Bei Claptrap. I asked nicely on several occasions to take proper precautions against bacteria on the instruments, but it fell upon idiotic ears. As they cut into my flesh over and over, I would fade in and out of consciousness and whisper to the ceiling chairs that it was going to be okay. Clark was afraid at first. His four legs trembled against the cold ceiling. But he knew he had to be strong. Here's no eins. Philippe. I just... Philippe was so brave. He was so brave for me when the rotary saws began to ply his legs from his body. Clort cried out for his brother, even when one of the torches inadvertently sat on him and muffled his cries. The last thing Philippe said, it's lonely here in Sanctuary. Sure, Clort prattles around on the ceiling, but it's hardly the same. Jack has taken so much from me. Jack has taken the only happiness I've ever had in his asinine quest for the warrior and more power. Revenge is as pointless as music, but on this occasion, I will allow myself the revenge. I will allow myself to aid in his downfall. Mark my words, Jack. You're going to die. Okay. Okay, hab eingelöst. Sehr gut. Ich hab auch noch eins gefunden. Das hat auch nichts mehr mit der Mission zu tun. Die Mission ist fertig. Ich weiß.
Okay. Then let's go, no? Jo. Machst du schon wieder Farben? Oh ja. Nein. Hm. 1, 2, 3, 4. Ich weiß nur von 4. Was? 4? Farben? Ach so, die geht auch. Okay. Ja. Nee, ich habe doch 6. Ich wollte noch einstellen, dass Police und Dings auch für alle geht. Police und RGB, für alle, die mir folgen. Ah, ja, das ist gut. Oder wenigstens eins von den beiden. Dass man, ich will ja schon gerne noch wissen, oh, wie komme ich denn auf das Dach drauf? Das, ich will schon gerne wissen, wenn mir jemand neu folgt. Ne? Also, dass vielleicht RGB, Police für Folgen exklusiv ist, glaube ich, ganz gut. Aber, naja. Anyway! Beuteschurke Goliath. Da sind zwei dicke Typen. Ja. Da könnte ich mal reinsnipern. Willst du mitmachen? Snipern? Mhm. Ja. Auf den Beuteschurken Goliath? Ja, zum Beispiel. Oder auf einen der vielen anderen, die da rumrennen. Aber den müsst ihr eben nachladen. Sehe ich gerade niemanden mehr. Okay, soll ich schießen oder nicht? Nee, warte nochmal. Jetzt. 3, 2, 1. Heute schon, Goliath ist tot. Nice. Aber die Beute habe ich noch nicht aufgemacht. Nee, dafür ist ja noch genug Party. Okay. Das war's, oder? Ah, nee, da hinten ist noch ein. Okay, ich mach mal die Beute auf. Mach mal. Oh, der ist doch. Jetzt sehe ich den Fetten. Oh, erstmal Iridium. Das ist schon mal gut. Und Geld. Das ist doch schon mal super. DMG-Schein. Und lass mich raten. 1A gerümpelt. Zwei Pistolen. Level 20. Und zwei. Und zwei Artefakte. Lass ich dir da noch zwei, jeweils eins an. Okay, danke. Ich habe mir die Hälfte. Das, was wir beide bekommen, habe ich rausgenommen und die Hälfte von dem Rest. Oh, ich habe die ganze Zeit. Ah, nee, okay. Ich hatte die ganze Zeit. SMG-Schaden wolltest du nicht? Nö, wollte ich nicht. Ich finde mein Fight for the Life viel, viel besser. Also, da gibt es nichts, was ich da besser finde zurzeit. Das Einzige, was mir helfen könnte, wäre. Super gute Regeneration, Lebensregeneration. Das würde ich sofort nehmen. Aber die sich mehr Lebensenergie bei einem Second Win bekomme, ist halt super. Kommst du? What do you mean they ain't from Hyperion? Oh, must be a new recruit. All right, boys, let's put them through the ringer.
Oh, ich bin gerade ganz woanders. Ja. The Slab King won't talk to you unless you join his game. So just survive whatever initiation he's got planned for you, and then give him that note. Wo bist du denn da? Some satellite footage from Ovejas taken shortly before our occupation force arrived. Play it. Kill him! I want to hear his next snap! Salvador. For the murders of the men known as Blunt Crack, Craw, Friday, and Spitz, you will now be hanged by the neck until dead. Have you last words? Beutezwerg! Hä? Beutezwerg! Was meinst du? Der rote Punkt, mach ihn platt. You have attempted to convince your fellow villagers of this many times. Anything else to say regarding the murder of these men? It was fun? Ja, du bist angegriffen, oder was? Vergiss es. Ja. Nein. Da war ein Beutezwerg. Ja, Arne, ich wurde von anderen Leuten angegriffen. Ich dachte, wir machen die Mission jetzt hier. Ja, ich habe einfach geguckt, was es hier noch so gibt. Und es gab einfach da hinten noch einen ganzen Bereich zu erkunden. Okay. Mit eine Waffenkiste zum Beispiel und einem Beutezwerg, der aus dem Schrank sprang. Okay. Scheiße! Bist du runtergefallen? Ja. Wurde von dem Goliath runtergeschmissen, glaube ich. Oh, das ärgert. Aber du bist ja direkt wieder hier. Okay. Weiter geht's. Suicide Midget. Weg. Bist du noch da? Ja, ich bin die ganze Zeit dabei, diesen Helikopter da abzuschießen, aber der fährt so beknackt durch den Himmel. Ah, endlich. Dass ich ihn einfach nicht erwische. Wollte ich meinen Satz beenden und dann habe ich ihn doch gekillt. Nee, ich habe ihn hochgehoben. Dadurch ist er gestorben. Ich hole die Mission von dem Typen, ne? Ja, ist gut. Der läuft die ganze Zeit oben! So. Shoot him in the face? Okay. Das war einfach. Na gut. Ja. Hier ist nichts mehr, ne? Ah, doch. Oh, außer allem. Aber da oben ist, wir müssen aber in die andere Richtung. Ja. Da müssen wir bestimmt irgendwann noch lang. Ja. Vor allem, da kamen wir schon her, oder? Also, das ist wahrscheinlich nur ein kleiner Übergang.
Oh. Zerstöre alle Grabsteine in Slaptown. Hier gibt's noch mehr. Müssen wir alle kaputt. Was gibt's noch mehr? Missionen? Nee, Grabsteine. Okay, aber wieso Grabsteine? Ich habe gerade einen davon kaputt gehauen, da wurde mir gezeigt, das ist der erste von 9. Wir sollen die alle platt hauen. Okay. Ist das ja eine neue Mission? Weil die kannte ich noch nicht. Vielleicht war es auch irgendwie ein Achievement oder so. Hier sind ganz viele. Das ist keine Mission, die wir hier haben. Herausforderungsfortschrittsupdate. Okay, 3 fehlen noch. Wir haben jetzt, glaube ich, einen richtig fetten Kampf vor uns. By the way. Das kann sein. Lass uns erstmal alles andere angucken. Ich würde sagen, wir machen das jetzt erstmal weiter hier, Anja. Wir gucken uns danach noch genug an. Okay. Was nehmen wir denn da für Waffen? Hier rein müssen wir. Sicher, da steht Piss auf. Okay. Ja, komm, egal. Gut. Da oben steht er. Ja. Die fallen alle in meine Granate rein. Granate ist ein gutes Sprichwort. Ja, ich habe keine mehr. Leider. Aber ich. Meine machen das gleiche wie deine, nur mit Feuer. Ja, und meine, ich bin Arne, kannst du mich retten? Ja. Wo bist du denn? Da. Dankeschön, ne? Bitteschön. Wann hast du denn diese Granate bekommen? Die ist gut. Aus einer Kiste habe ich sie bekommen und habe sie jetzt ausgetauscht. Ich war mir letztes Mal einfach nicht sicher, welche ich benutzen soll. Dann habe ich erst die mit den weiteren Granaten benutzt, die Slack macht. Jetzt halt diese. Und diese gefällt mir, glaube ich, besser. Ja. Hä? Kommen da noch mehr? Ja. Ich guck mal kurz hier in die Kiste rein, da hinten. War da nicht mal eine? Ja. Ob ich da noch Granaten finde? Ja. Okay. Das ist ja alles machbar hier.
Müssen wir da hochgehen und die. Können wir den oben. Ich weiß nicht, ich habe da einfach mal eine Granate hochgeworfen. Ich gehe da mal hoch. Ich guck mal, was da oben ist. Okay. Hier kommen wir nicht weiter. Ah. Das war's. Okay. Mega cool. Awesome. So what you want? Ja, was will ich denn? Now that you're one of us, my buzzers can help you take her down. Go tell Roland I'm in. Great job. With Brick's crew on our side, we should have an easier time. Let me get the door for you. Hast du das mitgekriegt? Nee. Da war ein sarkastischer Slap, der hat so langsam geklatscht und war aber rot. Ich dachte, na gut, dann baller ich den halt kaputt. Huh. Und der andere hat sich voll gefreut. So, the Vault Hunter met the Slabs. What a lovely opportunity to kill two bandits with one mortar assault. Warte mal, Arne, hier kann man doch irgendwo lang. He's initialized beginning mortar bombardment. King, he's using mortars again! He's using mortars! Oh, crap! Slab! We gotta stop those mortars or there won't be nobody left to help you with the bunker! Hmm. Gibt's da noch was? Ich weiß es noch nicht. Also ja, es geht hier auf jeden Fall noch weiter in so einen Hinterraum. Und meistens sind so Hinterräume ja Waffenkisten. Und deswegen bin ich jetzt weitergelaufen. Ja, ist richtig. Der Typ sagt die ganze Zeit, wir sollen mit. Ja, hier ist eine fette Waffenkiste. Ah, sehr gut. Oben in seinem Thronraum. Ah, natürlich. Das ergibt Sinn. Okay. War nur eine. Hast du leer gemacht? Ja, da war ein Raketenwerfer drin. Ah, oh, Raketenwerfer. Ich suche immer noch einen guten. Warte. Ich kann dir den geben. Welcher war denn meiner? Der war nicht so gut. Der ist. Ja, dann brauche ich den auch nicht. Hier, da. Ding. Muss ich dann gucken. Okay, dankeschön. Ist ja andere Richtung, ne? Ja. Der rennt weg. Ich hätte ja gerne diese Grabsteine noch platt gehauen, aber ich sehe sie gar nicht. Stay out of the target circles, ah. Okay, nicht in die roten Kreise reinlaufen, hat er gesagt. Ja, genau.
Ah, da warst du. Ich brenne. Right. Diese Kopter nerven so, ey. Brick hier! Ist ja. Ich sehe another Beacon! Okay, dann lassen wir den Grabstein gehen, Anne, wo die waren. Ja. Ich weiß es nicht. Okay, wo waren die? Okay, da hinten, da wo der Typ mit dem, wir erschießen sollten, war. Also der Kerl, dem wir den Kopfschuss verpassen sollten, auf seinen Wunsch hin. Ja. Hier rüber, ne? Ah, ne. Ne, gar nicht fahren. Hier lang. Aber ich habe sie auch nicht gesehen. Deswegen müssen wir vielleicht noch ein bisschen suchen gleich. Vielleicht gibt es sie auch hier gar nicht überall. Das ist ja keine Mission. Das waren, was war das denn? Herausforderung. Da, also diese Badass Tokens. Die Sachen, wo du... Ach, dafür, okay. Ja, das die standen halt hier hinten auf dieser nächsten Insel im Gras rum. Ja, die können überall, können im ganzen Spiel verteilt sein. Das muss nicht unbedingt was hiermit zu tun haben. Glaube ich. Weil du kriegst... Ich glaube schon. Okay. Ich habe das Gefühl, dass die nur hier in diesem Gebiet irgendwo sein müssen. Da ist nix. Also einer stand halt ganz einsam auf dieser Spitze. Mhm. Soll ich hier mal raufgehen? Ich
Gehen wir hier rauf. Hier, wo okay. Ich jetzt bin. Und die anderen waren rechts von mir. Ich gehe mal noch weiter rechts. Also weiter hinten. Ich glaube, da wo du bist, ist es diesen nicht. Da sind wahrscheinlich die Gegner. Nee, hier ist auf jeden Fall ein elektrisches Dings, was ich ausgemacht habe, wo wir jetzt wahrscheinlich irgendwo rein können, wo wir vorher nicht rein konnten. Okay, ganz oben auf dem Haus, wo du vorstehst. Also muss ich aber den Fahrstuhl hoch machen, dann kann ich das kaputt machen und dann kann ich den Fahrstuhl wieder runter machen und dann kann ich für den Fahrstuhl wieder hochfahren. Oh, hier ist ein Gegner, okay. Elite-Mitläufer, ne? Oh, das war keine gute Idee, dass ich allein hingegangen bin. Ich weiß. Aber ich habe die Grabsteine hier auch nicht gefunden, also von daher war mein Plan auch nicht so der beste. Ich komme zu dir. Kommst du hoch? Gleich. Hä? Mit dem Fahrstuhl? Wie komm ich denn hoch? Da ist ein Loch, da muss der jetzt mal den Fahrstuhl runterholen wahrscheinlich. Ja, das war das Loch, da fährt der Fahrstuhl rein, wenn er von oben runterkommt. Ah. Na, endlich. Boah, diese Kopter gehen mir so auf den Keks. Ich weiß gar nicht. Ich habe schon drei davon runtergeholt, gerade oder zwei. Achso, den Fahrstuhl. Rechts daneben, das ist ein Knopf. Neben dem Loch. Ich schicke ihn hier runter. Ich sehe keinen Knopf. Ich schicke ihn hier runter. Ach, da. Ah, okay. Das andere rechts. Was, linke rechts, ne? Ja. Oh. Der ballert denn hier die ganze Zeit auf mich? Ich bin jetzt tot. Warte, soll ich runterkommen? Nee, ich bin direkt neben dir. Ach da. Ja, okay. Bitte. Danke. Komm weg. Ich hab deine Waffe in der Kiste gelassen. Cool, danke schön. Siehst du sie? Jo. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Ah, da.
Ich glaube, glaub, wir ich können auch. Einfach abhauen. Bist du runtergesprungen? Nein. Aber ich glaube, wir können runterspringen. Ah nee, wir wollen noch den Grabstein. Na, aber da waren keine mehr. Ich habe allerdings keine gesehen. Vielleicht sind hier irgendwo anders noch welche. Ach, wer ballert denn da? Da unten. Ich guck mich mal hier ein bisschen um. Vielleicht gibt es irgendwo. Da hinten noch welche. Nee. Nee, ich sehe tatsächlich keine mehr. Also müssen wir mal gucken, wo das herkommt. Das war wahrscheinlich auf der linken Seite in so einem Kasten drin, ne? Auf dem Bildschirm. Ja. Ja, es kann sein, ja. Das war genau, das sind dann genau solche Sachen, wie manchmal kommt sowas, hurra, du hast ein Achievement geschafft, du hast 10.000 von 50.000 Leuten mit Elektro-Damage getötet. Und wenn das ist halt über das ganze Spiel verteilt. Also nicht nur auf einer Karte, sondern über das ganze Spiel. Und dann kriegst du halt immer, und davon kriegst du halt diese Badass-Ranks-Tokens immer. Okay, verstehe. Ready? Oh, ich habe... Oh. Ah, my arm, you maniac! Quit your whining! You still got the other one! Besides, you killed Judge Hector, shot up my town... What do you care? That guy was gonna hang you. Nobody's perfect. Now, why did you come... Handsome Jack's orders. We're clearing out bandit villages and looking for vault hunters. What's a vault? What, are you stupid? Ah! I may be stupid, but at least I can walk, cabrón. The vaults are... Alien treasure. Unimaginable danger. Versuchst du? Oh, that sounds fun. Weg nach oben. You're free to go. Nach oben? Vielleicht gibt's keinen. Na, ich glaube, da gibt's keinen. Bastard! Ah! Por favor, call me Salvador. Kann man hier aufsteigen, ne? Yeah, I like this guy. Put him on the list. Doch, du kannst hier auf das Feuerdings draufsteigen, aber dann kriegst du halt Schaden. Und dann kannst du... Na, kann man auch nicht. Vielleicht kriegt's... Also... Nee, ne? Nee, vielleicht nicht. Nee. Keine Ahnung. Glaubst du, da oben ist noch was drauf? Nee, ich glaube nicht. So schwer wie das ist, da hochzukommen. Na komm, fahren wir runter. Oder springen wir runter? Ich fahr. Okay, ich spring. Diese Herausforderung sah mir so aus, als sei die tatsächlich hier, weil da X von 9 stand. Aber ich wüsste, ich. Kann man das irgendwo nachgucken? Ja, Google. Oder hier vielleicht? Wie heißt denn das, wo wir sind? Feinde? 1000 Cuts. Beute, Geld und Tausch, Fahrzeug, Gesundheit, Granaten, Schilde, Raketenwerfer, Sniper Rifle, Assault Rifle, Shotgun, Pistole, Nahkampf, allgemeiner Kampf, Verschiedenes. Ah, hier, warte mal. Enemies. Öffnen Missionen. Bloodshots. Ah, siehst du mal, es gibt nämlich doch Dinge, die hier ortsspezifisch sind. Ja, hier sehe ich auch vehikelspezifisch.
Entdecke das versteckte Kammersymbol. Ich habe ein Kammersymbol entdeckt neulich, vorhin. Okay, ja. Weiß ich aber nicht, was ich damit anfangen hätte müssen. Hingehen und einmal Y drücken wahrscheinlich. Oh, okay. Das ist nämlich da, wo der dicke Kampf war, wo wir den Kerl befreit haben. Mhm. Links hinten an der Wand. Störung der Totenruhe, da bei 1000 Cuts. 7 von 9. Zerstöre alle Grabsteine in Slap Town. 1000 Cuts. Das hier. Ja. Also es muss hier noch irgendwie zwei geben. Aber ganz ehrlich, für jetzt für so einen Badass Rank, einen Badass Token, möchte ich jetzt hier nicht eine halbe Stunde nach Grabstein suchen. Wenn wir die so zufällig irgendwie mitnehmen, dann ist gut, wenn nicht, dann halt nicht. Ja, Sicherheit. Ich gehe nochmal eben zu diesem Symbol. Zumindest das kann ich ja nochmal eben. Ja. Gehen. Der Kreis mit dem V, ne? Und dem umgedrehten V drin. Ja, genau, genau. Da habe ich mich nämlich gerade gewundert. Ich dachte, das kenne ich doch irgendwo her. Entdecken, entdeckt. Da ist es. Ein Grabstein war doch der, wo der Typ hing. Der hing doch von seinem eigenen Grabstein runter. Stimmt. Also die Wahrscheinlichkeit, dass das alles hier auf dieser Insel oder in der Nähe ist, ist schon ziemlich hoch. Aber ich habe nichts mehr gesehen. Hast du denn auch 7 von 9? Ja, ja, ich habe auch 7 von 9. Hast du auch gerade den anderen Rang eingesammelt? Dann machen wir das nämlich gemeinsam. Das wäre ganz nice. Kann ich nicht so schlecht sehen. 1000 Cuts. Cult of the Vault? Nee, welchen? Ja, irgendwas mit Vault. Nee, da hab ich 0 von 2. Wo war denn der Typ mit seinem Kapstein? Hier. Hier war der. Aber hier ist auch kein Grabstein mehr. Hirp? Was ist das denn? Was? Vorsicht, geht da nicht zu weit. Was? Bist du runtergefallen? Ja, nee, ich bin einfach einen Gang entlang gelaufen und dann war ich tot plötzlich. Krass. Okay. Na gut. Naja, hier ist ja auch noch was, da geht's auch noch da hinten weiter, also vielleicht kommen wir irgendwann nochmal dahin. Lass uns an. Ja, das meine ich auch. Gehst du zum Ausgang? Ja. Okay. Ich hab nur zwischendurch noch ein paar Kisten eingesammelt. Oh, ich habe aus Versehen eine Waffe gewechselt. Kenn ich. Das war die, glaube ich, ganz gut. Ich guck mich hier nochmal eben bei dem Ausgang um. Gut, gut, okay, ich gehe mal raus. Ja. Also nach Sanctuary. Genau. Wie sah denn so ein Grabstein aus? Das ist unauffällig. Ich habe mich gefragt, was das ist, und dann konnte ich das plötzlich kaputt machen. Halt wie so ein senkrechter Stein. Okay. So ein bisschen wie so ein Aktenkoffer ohne Griff, aber eben in Steinfarbe. Okay. Runde Ecken. Grabstein halt. Meine Frau hat ihren Koreanischunterricht beendet. Das heißt, wir hören gleich auf. Ja, wir können gleich aufhören, ja. Ist gut. Hier ist eine neue Mission anfangs, glaube ich. Lohnt sich nicht mehr.
Nächstes Mal haben wir dann wahrscheinlich wieder einen Level-Upgrade. Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Ich bin jetzt auch bei 87% oder so. War das hier? Nee, oben. Bei Roland steht doch immer auf dem Balkon oder da in dem Raum. Ja. Okay. Oh, ein Raketenwerfer, Anne. Oh, nice. Oder ein Schild. You'll need to be Jack. That means passing a bioscan and speaking a password in his voice. If you can kill one of Jack's body doubles in opportunity, I can get you through that door. Okay. Wollen wir die Sachen einsammeln noch hier? Oder? Ja. Okay. Dann, da sind noch mehr, die wir noch einsammeln können. Was wollte sie? Ich hab, also, sie haben nichts gesagt. Also. Okay, er hat gesagt, wir sollen nochmal zurückgehen mit einem Typen namens Rocco reden und der wird versuchen, uns umzubringen. Okay. Da ist unser Weg zurück quasi beauftragt. Echo Recorder, ich kann dir noch was abgeben, Echo Recorder. Okay. Und bei Moxie können wir auch noch was abholen. Okay. Okay. Ich wollte aber eigentlich die Mission einsammeln von. Okay. Gut, das war's mit Missionen, die wir hier einsammeln konnten, glaube ich, ne? Ja. Ja, sehe ich auch so. Then, I would say... Alles klar. Lieber Stream. Lieber Stream. Hier, Ende, da muss ich drauf drücken. So. Ihr könnt uns wieder Twitter folgen und Olli, der weiß das alles. Das ist auch der Einzige, der zuguckt, ne? unsere Podcasts und so. Und ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.